Hey Leute, ich bin Dylan und willkommen zu einer neuen Folge von Passt nicht, gibt's nicht, also dem DIY-Teil davon. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Distressed oder Destroyed Hoodie selber macht. Das ist super einfach, geht super schnell und ja, lasst uns einfach mal loslegen. Dafür braucht ihr einfach nur einen Hoodie, den ihr zum Beispiel schon im Schrank habt. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt einen neuen dafür kaufen. Und eine Schere. Mit der Schere könnt ihr dann eigentlich schon loslegen. Ihr könnt auch irgendwas anderes Spitzes nehmen. Es muss nicht so besonders gerade Schnitte, besonders saubere Schnitte machen, weil es ja ein Distressed Hoodie sein soll. Das heißt, es kann total kaputt aussehen. Dann schaut ihr einfach mal, ihr legt es euch zum Beispiel an, zieht es einmal an und schaut, wo wollt ihr eigentlich Löcher haben. Was ich immer cool finde, ist, wenn da so ein kleines Muster drin ist. Ich werde zum Beispiel jetzt hier in dieser Ecke mehr distressen und hier oben werde ich mehr Löcher reinmachen. An den Armen werde ich Löcher reinmachen. Einmal hier oben an der Schulter und einmal unten am Ärmel, vielleicht hier, so dass man quasi fast schon den Daumen da durchstecken kann. Einmal hier in der Kapuzenfläche quasi und einmal hier da, wo die Bändel drin sind. Das sieht auch ziemlich cool aus. Die Löcher zu machen ist eigentlich ganz easy. Ihr nehmt euch die Stelle raus, wo ihr das Loch hinmachen wollt. Ihr habt euch ja vorher angeguckt, wo das ist und dann nehmt ihr im Prinzip einfach nur die Schere und schneidet da durch. Und davon mache ich jetzt einfach mehrere. Die kleinen Löcher nehme ich mir dann einfach nochmal und reiße die noch ein bisschen größer, damit das nicht ganz so ordentlich aussieht, wie das geschnitten wurde mit der Schere. Und dann hat das schon seinen eigenen coolen Look. Und jetzt reicht mir das hier oben in der Ecke eigentlich auch schon. Jetzt nehme ich mir hier unten mal die Ecke vor. Was finde ich auch cool aussieht, ist, wenn man hier diesen Saum ein bisschen kaputt macht, weil der halt sehr, sehr ordentlich ist. Und dann, wenn der Rest des Pullis ganz anders und kaputt aussieht, dann sollte der Saum auch nicht ganz unverschont geblieben sein. Und deswegen kann man da auch ganz locker einfach mal ein bisschen was wegschneiden. Und damit das nicht ganz so ordentlich aussieht, könnt ihr es auch nochmal hier ein bisschen ausfransen. Ihr könnt einfach schauen, wie ihr irgendwie einen Schnittmuster machen wollt. Überlegt euch vorher, wie ihr das machen wollt und dann setzt das ganz einfach um. So, jetzt mache ich hier in der Kapuze ein paar Schnitte und da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr nicht in diese Bändel hier reinschneidet. Also schiebt die ein bisschen zur Seite und dann macht erst die Cuts. So, und das ist das Ergebnis angezogen. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, bis auf das Loch hier, der erste Schnitt, den ich gemacht habe, der ist ein bisschen zu groß geworden, finde ich. Ansonsten finde ich den echt ziemlich cool. Hier habe ich den Schnitt gut gesetzt und hier, ich finde auch, das ist richtig cool geworden, auf der anderen Seite auch. Mehr braucht man dazu gar nicht mehr sagen. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr das Ganze nachgemacht habt, dann postet das Ganze doch unter dem Hashtag PNGN und dann können wir uns zusammen drüber freuen. Und ich kann mir anschauen, was ihr so gemacht habt. Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wenn ihr wissen wollt, wie ich dieses T-Shirt hier gemacht habe, dann schaut am besten beim letzten Video vorbei. Schaut auch auf meinem Kanal vorbei und abonniert Awesomeness TV Germany. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao.